Die Medien sind der Dreh- und Angelpunkt. Also ich kann das nur noch mal wiederholen. Die öffentliche Meinung ist die von den Medien verkündete Meinung. Ja? Und solange die so einseitig ist, wird auch die öffentliche Meinung so einseitig bleiben. Ja? Es ist eine einheitliche Staatspropaganda, die den Bürgern hier vermittelt wird und das seit vielen, vielen Jahren. Und man hat somit über Jahrzehnte das Weltbild der Menschen geformt, das Weltbild der Bürger. Und das ist mittlerweile schon derartig festgefahren, dass es für die Regierenden ganz einfach ist, die Bevölkerung zu polarisieren. Weil diese festgefahrenen Weltbilder, die bricht man so einfach nicht mehr auf. Ja, die werden erst merken, wenn sie mal eine andere Meinung haben als die Regierung, dann werden sie erst merken, in was für ein System sie gelandet sind. Das ist ja das Perfide. Die sagen, ja, nö, ist doch alles super, ne? Sie schauen ORF, sie lesen die kleine Zeitung und sagen, ja, ich weiß ganz genau, wo die Wahrheit liegt. Ja? Und ja, das wird ein böses Erwachen geben. Die Ideologie durchdringt alles, heutzutage einfach alles. Ja? Und die ideologischen Konzepte, die uns eingeredet wurden, betreffen jede Branche und jeden Zweig und jeden Wissenschaftszweig. Ja? Das heißt, nicht nur der Journalismus, auch alle Fähigkeiten der gesamten Menschheit werden dramatisch nachlassen. Wir steuern hin auf die Vernichtung der Zivilisation, der technischen und kulturellen Zivilisation. Und das ist die Absicht hinter all dem letztlich, wovon der Journalismus ein Glied ist, ein Zweig, ja, ein Teil, der auch wichtig ist, weil er das ermöglicht, erstmal den Leuten solche irrsinnigen Konzepte einzureden.